Moin erstmal, schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Penzo ist zurück im Start hier im LS 22 auf der guten Ellerbach. Ja, ich mache hier so ein bisschen Saatbettvorbereitung. Seht ihr, ich walze das Geflüchte hier eben einmal durch, weil wir hier dann demnächst was sehen wollen. Also säen, nicht sehen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß noch nicht genau, was wir hier reinpacken. Wir können mal eben gleich gucken, welche Möglichkeiten wir denn haben. Können wir hier eben auf der Karte schauen, was wir denn schon angesehen haben im letzten Jahr. Wir haben einmal, können wir unschwer erkennen, hier Weizen draufgepackt. Da haben wir Gerste draufgelegt. Und hier haben wir noch Dings. Bums, Sojabohnen. Was wir nicht haben, ist Raps. Das wundert mich gerade ein bisschen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte auch Raps angesät. Habe ich aber wohl nicht. Dann müssen wir das nur noch tun, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Wollen wir mal gucken. Nö, wenn wir nicht, da waren wir zu spät. Da waren wir einfach zu spät. Aber wenn wir Sorghum nehmen oder Sojabohnen, verstehe auch gar nicht, warum das eine Feld Sojabohnen belegt ist und immer noch fröhlicher Wachstum ist. Müsste eigentlich irgendwann mal, ne, das hier, das müsste ja eigentlich irgendwann mal durch sein. Merkwürdig. Ich weiß es nicht. Ja, dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Auf die Felder würde ich dann natürlich irgendwas packen, was gut Geld bringt. Dann gucken wir mal eben, was wir da haben zwischen Sojabohnen. Gibt 1,7 oder im besten Monat 2,2 und Sorghum. Die Entscheidung ist gefallen. Wir werden da Sojabohnen anbauen, damit wir ein bisschen Kohle machen können. Dann muss man mal kurz gucken. Die Sojabohnen können wir ernten im September. Das heißt, wir werden die da noch nicht zu Geld machen können. Wenn wir das hier so sehen. Im Juli gibt es den besten Preis. Du musst fast ein ganzes Jahr warten, bevor du die verkaufen kannst. Da müssen wir mal gucken, wie viel Erlös uns das dann tatsächlich bringt. Oder was machen wir? Machen wir was ganz anderes. Hoffen, das bringt ja eigentlich viel Geld. Bei der Ernte, weil Kartoffeln halt eben so irre viele sind, ne? Oder Zuckerhut. Ach, man weiß es nicht. Macht mal einen Vorschlag, was soll man da reinpflanzen? Ich bin im Moment echt unschlüssig. Mehr haben wir ja hier nicht zur Auswahl, leider. Da, wir könnten da auch noch wie heißt es? Wurzeln, Karotten und Co. einpflanzen. Sehe ich nicht so wirklich, doch da passt die Karottendosen. Ja, Leissuppe. Rote Petersuppe. Ja, also ich denke mal, ich werde das so machen und ich werde dort halt eben dann Sojabohnen reinschmeißen. Ansonsten gebt mir gerne mal einen Tipp, was wir da rein wuseln können. So, jetzt müssen wir erstmal eben ausheben. Ich war heute gar nicht mit Lenkrad, sondern nur mit Lenksystem. Ansonsten habe ich hier die Tastatur im Einsatz. Und den 1100er MB-Trag. Das ist doch mal, ne? Das ist doch mal eine Maschine hier. Einmal mit dem 1100er MB-Truck auf der Ellenberg in der Saatbettvorbereitung. Er brüllt ganz gut. Und macht er fein.
Du musst mal umlenken, Junge. Na gut. Das ist halt, ne? Lenksystem macht manchmal einfach, was es will. Ne? Aber es geht ja auch so. Großen Bogen fahren, passt halt schon. So. Man hat natürlich eine gute Arbeitsbreite mit 8,20 Meter hier, ne? Kommst du gut voran? Ein Feld muss ich noch mehr machen nachher. Aber ich werde hier dann gleich mal gucken, dass wir den Deutz nehmen, den TTV und hier lecker was einsehen. Mal schauen. Ich bin noch mal gespannt, wie das nachher mit der Bodenbearbeitung im 25er wird. Wir haben ja jetzt gerade mega viele Infos bekommen. Ob ich nun tatsächlich in den Reisanbau gehe, also zumindest in den Feuchtreisanbau, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich glaube, das muss man mal ausprobieren und mal gucken, ob das was für einen ist. Also meine Bedenken. Ihr habt das so eine gewisse Vorbehalte. Nichtsdestotrotz finde ich das eigentlich eine coole Geschichte. Ist mal was komplett anderes. Ich meine, Weinanbau und Olivenanbau war ja auch schon was komplett anderes. Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Also ist ja auch Landwirtschaft, ne? Komplett anders, als wir das kennen, so, aber spannend. Kann ja auch Spaß machen, wer weiß. Also ich bin mir da im Moment noch nicht sicher. Ich freue mich auf jeden Fall auf die anderen Sorten. Oh, jetzt hat er es ein bisschen schwer hier. Ich freue mich auch darauf, dass wir mal sehen, wie der Spinat dann angebaut wird. Ist ja eigentlich wieder eine Gemüsegeschichte. Oh. Er will einfach immer rechts rumdrehen. Ne? Ist so, da ist er eisern. Einmal über die Straße hin. Guckt gerade keiner. Muss hier noch einmal rumrollern, damit er den kleinen Spieler da auch noch mitkriegt. So. Siehste. Dann haben wir das doch auch schon. Ja, also da bin ich wirklich mal gespannt, auch wie der Anbau erfolgt. Zusammenklappt zwischendurch. Und dann, da muss man halt, wie gesagt, noch mal gucken, ob das so, was das wird. Ne? Cool ist es ja auch mit den Grafiken, dass die sich halt ändern. Wir haben Nebel auf der Karte. Irgendwie soll es eine Art der Bodenanpassung geben. Bin ja mal gespannt. Haben sich ja noch nicht festgelegt. Sie wollen das ja eigentlich im Video bzw. im Stream zeigen. Ich muss einmal kurz gucken, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin. Ich meine aber ja, genau, ob 131 müssen wir. Jawohl. Warum nicht? Ungewohnt ohne Lenkrad über die Tastatur. Ich hatte nur noch keinen Bock, das hochzustellen. Ich habe den Joystick noch neben mir stehen am Fußboden. Den habe ich vorhin mal runtergestellt. Der war mir im Weg. So, weiß was. Ich check mal, wie das mit Cosplay ist. Das wird. Job erstellen. Zack. Da ist er schon drauf. Erster Wegpunkt. Jo. Dann machen wir 8,10 Meter. Eins Fahrzeug. Und dann machen wir zwei Vorgewände. Scharfe Vorgewände. Jetzt bringt du das Fassbrett weg. Und ich mag ja immer gerne 12% Überschneidung nehmen. Schon hier ein bisschen runtergeschaltet, aber ich denke mal, das sollte so funktionieren. So, Kurs ist eingestellt. Dann wollen wir am ersten Wegpunkt starten. Blende die jetzt mal eben ein. Da ist der erste Wegpunkt, der blinkt da fröhlich rum. Dann müssen wir ihn einmal lieber umdrehen, bevor er hier irgendwelche Kapriolen schlägt.
Langsam Unkraut hoch. Was ist jetzt denn gerade passiert? Kleinen Moment mal, ich muss mal eben auf die Pause-Taste drücken. So, da war kurz der Ton weg. Das war natürlich ein bisschen merkwürdig. Zumindest in meinen Ohren war der Ton kurz weg. Hat der Kopfhörer mal kurz ausgesetzt. Gesagt, wenn du mir keinen Strom gibst, gebe ich dir auch keinen Ton. So. So einfach ist das. Gut, dann haben wir hier den Startpunkt jetzt einmal ausgewählt. Wir drücken mal auf die Play-Taste und gucken, was er macht. Das war aber eine günstige Rundumfahrt hier, mein Lieber. Weil gibt auch nicht Gas, ne? Schon gut. Jetzt eben das HUD ausschalten. Und das einmal knipsulieren. Dann haben wir da schon mal ein kleines Bildchen. So, den lassen wir jetzt erstmal fröhlich weiterfahren hier. Ich hoffe, er bleibt nicht im Baum hängen. What are you doing, my dear? Lass das Bäumchen in Ruhe. Er gibt sich Mühe, er fährt jetzt hier richtig schön rückwärts in die Ecke. Genau so wollen wir das. Macht er das nicht prima? Also manchmal finde ich es echt gut, wie es funktioniert. Ab und an ist es allerdings ja, mit den Bäumen so, dass er da, dass er die Bäume unheimlich lieb hat. Und dann, ja, dann gibt es Ärger. Das wäre auch noch eine geile Sache für einen 25er, dass er die Kollision so erkennt, dass er halt nicht mit seinen angebauten Geräten reinballert. Ne? Das wäre mal eine Sache. Dass er da halt eben rechtzeitig stoppt und dann sagt, okay, ich muss mir irgendwie eine andere Lösung für die Bearbeitung dieses Teilabschnitts überlegen und fahre da anders dran. Ne? So wie ein Bauer das auch machen würde. Dass der halt eben das Ganze umfährt. Drumrum sozusagen. Umrum. Das wäre schön. Ja. Gut, dann haben wir das. Dann machen wir mal einen Sprung. Machen wir mal einen Sprung. Hier steht der TTV. Dann könnten wir mal nicht einsteigen. Mal einsteigen. Ich habe das Kühlefass hier inzwischen hergestellt. Da stand ich im Winter noch vorne und irgendwie war mir der Platz vorne zu eng, wenn ich da mal vorbeigefahren bin mit Milch und Co. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, dass er die Drille anhängt. Ne? Das wird ja auch noch spannend. Einfach ein schöner Klang. Ne? Nur den Kätzchen. So, ich muss vorwärts ranfahren. Ich habe ja den Fronthang an erster Stelle stehen. Das macht ja auch Sinn. Ich muss nur einmal kurz wieder das HUD einschalten. So. Und dann können wir da vorwärts ranfahren. Ich wollte nämlich sicher gehen, dass ich nicht noch ein Frontgewicht dran habe. Hier. Ja, so.
einklappen, das gute Stück. Wir haben noch ein bisschen Saatgut vorne im Tank. Ich hatte doch irgendwo aber auch noch was stehen. Ich glaube, ich habe das eingelagert. Mal kurz gucken hier. Einmal hinter den guten Dominator. Kalk, Kalk, Mineraldünger. Schade. Ich dachte, ich habe noch was hat. Das ist ein Fall von Hessmoment, ne? Den hast du nix Topi. Schiedok. Gut, dann müssen wir uns jetzt irgendwie noch ja, was besorgen. Hm. Wir einmal eben hier unter Dach, damit wir nicht nass werden, falls es regnen sollte, aber das sieht nicht so aus. Einmal, wo wir dann am besten Saatgut bekommen. Das jetzt hier einmal ausstatten. Ich könnte das natürlich auch einfach liefern lassen, aber man hat ja viele Möglichkeiten. Hier haben wir auf der Karte glücklicherweise richtig viel Bäckerei. Da ist der Händler. Schreinerei, Supermarkt. Metzgradwerk. Irgendwo muss das so ein Ladepunkt sein. Hier. Da. ILW. Verkaufsstelle für Strom. Da waren wir schon mal. Werkstation. Oh, das ist aber auch dicht beieinander hier. Da ist man. Tankstelle, Verbrauchsgüter. Dann müssen wir da einmal hinjuckeln und mal gucken, dass wir da was aufgeladen kriegen. Das kriegen wir aber hin. So, ich mach den mal eben aus. Und guck mal. Häng fest. Kleines Stück zurück, sonst komme ich hier nicht raus. Kriege die Tür nicht auf. Der Balken ist im Weg. Siehst du. Den Anhänger nehmen wir dann gleich mal mit. Ja. Und hier habe ich den Deutz noch stehen. Hat die Messerwalze hier reingeparkt im Winter. Das war auch wichtig. Ich stand noch draußen. Und als der Schnee kam, habe ich gedacht, nun muss ich hier mal ein bisschen aufbauen. Ja, und dann habe ich den Anhänger einfach mal hier reingefahren. Da ist ja Platz. Drehschemel rückwärts reingeschoben. Ich war richtig stolz auf mich. Das ging echt gut. Aber jetzt lass mich mal überlegen. Wenn wir da Verbrauchsgüter holen, das wird ja in Schüttgutform sein. Hm, das wäre wiederum blöde. Dann muss ich also doch zum Händler fahren. Dann hole ich mir das doch beim Händler. Das ist dann, glaube ich, einfacher, weil ich möchte gerne eine Sackware haben, die ich dann laden kann. Fahrzeughändler. Den fahren wir zum Fahrzeughändler. Das ist ja auch kein Problem. Mal einsteigen. So. Wie gesagt, ohne Lenkrad heute, deswegen sind die Bewegungen der Lenkung ein bisschen hektischer. Ich habe echt versäumt, das aufzubauen. Warum baue ich das auf? Ist ganz einfach. Mein Büro hier, in dem ich zurzeit sitze und spiele, ist abends Gaming-Zimmer und tagsüber Homeoffice, deswegen muss ich immer so ein bisschen mich an die jeweilige Arbeitssituation anpassen und dann nehme ich das Lenkrad eben ab. Das ist ja glücklicherweise alles flexibel und stelle den Joystick beiseite. Sonst habe ich das hier abends immer schon alles drapiert, dass ich dann
daddeln kann. Und das nehme ich dann, wenn ich abends aufhöre, weg, stelle es beiseite, damit ich dann am nächsten Morgen einfach den Arbeitsrechner hochfahren kann. Das ist ein anderer, ich habe da zwei. Kann das losgehen. Wenn ich dann mal einen Tag nicht im Homeoffice bin, dann nehme ich den Laptop und meine Arbeitstasche und fahre ins Büro zu meinen Kollegen, die dann auch im Büro sind. Ja, mein Arbeitslaptop ist im Moment noch ein sehr altes Gerät. Ich habe ein Surface Book 2 im Einsatz. Das müsste jetzt so um und bei, lass mich mal kurz überlegen, 5 Jahre alt sein. Den habe ich, glaube ich, 2018 habe ich den, glaube ich, übernommen von einem Kollegen. Surface Book 2 hat eine, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn der Weg, ich muss nach hinten. Irgendwie muss ich nach hinten. Surface Book 2 hat schon eine Nvidia-Grafikkarte drin. Microsoft Surface Book. 1050 zu dem Zeitpunkt. Kann man den LS auch mitspielen. Aber eher so, man kann ihn spielen. Ist nicht schön, aber es geht. Ja, und sieht überhaupt das gut. Und der neue, der steht ja auch schon parat. Das ist auch ein Microsoft Laptop. In dem Fall ist es ein Microsoft Laptop Studio 2, meine ich. Genau, 2. So, Saatgut sollen wir noch mal ein bisschen haben. Jetzt brauchen wir denn 2. Ich nehme mal 4 Stück mit. 4 kann nicht schaden. Kalk und Mineraldünger hatten wir ja noch. Aber wir brauchen, glaube ich, auch Futter. Das kriege ich doch, das kriege ich auch in Big Bags. Genau, sehr schön. Dann können wir das nämlich gleich alles in einem machen. Hühnerfutter kann ich aber schon mehr mitnehmen, auch wenn wir demnächst irgendwann Weizen ernten. Das ist, glaube ich, 6000 Liter, glaube ich, brauchen die gar nicht, oder? Ja, die Monate haben die doch schon was weggehauen. Ich nehme mal 6 Stück mit, dann sind wir auf der sicheren Seite. So, bis dann der Weizen da ist. So, jetzt muss ich mal wieder hinten schneller holen. Das war auch schon ein schöner Anhänger, ne? Das muss ich sagen. Okay, wir werden das Geheimnis lüften, wo denn die Big Bags abgeblieben sind. Das sehen wir im nächsten Video und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und munter und dann ja, sehen wir uns im LS22. Sicherlich noch eine ganze Zeit. Entweder hier auf der Ellerbach oder aber im Livestream auf Twitch mit der Alteiche. Die beiden Karten spiele ich im Moment. Wenn ihr Bock habt, dann schaut da gerne auf Twitch vorbei. Ich mache noch ein Ankündigungsvideo, dass ich die Streams nach dort drüben verlagere, weg von YouTube, weil mir Twitch da einfach ein bisschen besser gefällt. Gut, in diesem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und munter und kommentieren, abonnieren, Däumchen da lassen, ne? Unterstützt hier meinen Kanal. Das würde mich mega freuen. Bis dahin erstmal, euer Penzo. Tschüss. So, dann muss ich erstmal wieder nach Hause fahren, mal gucken. Ich vermute, die wurden geliefert, die Sachen. Dass ich das nicht umgestellt habe. Ich banause. So ein Schieber.